Die meisten Menschen mögen den Sonntag nicht, da es der letzte Tag vom Wochenende ist und man am nächsten Tag wieder in die Schule oder zur Arbeit gehen muss. Aber wie ich schon in meinem letzten Vlog erwähnt habe, liebe ich Sonntage einfach. Denn meine Sonntagsroutine hilft mir, sehr organisiert zu bleiben und auf dem richtigen Weg zu bleiben, aber auch, um so ein bisschen zu reflektieren und runterzukommen und einfach ein bisschen zu relaxen. Und heute möchte ich mal meine Sonntagsroutine zeigen und was ich jeden Sonntag so mache. Viel Spaß dabei! Meine Routine hat 7 Schritte, und zwar ist das die Morgenroutine, das Reflektieren, die Zielsetzung, das Planen, Aufräumen, mentale Gesundheit und Soziales. Und das möchte ich heute einfach mal alles zeigen. Sonntagmorgen ist eigentlich ein ziemlich normaler Morgen, auch der uninteressanteste Part von dieser Routine. Ich stehe einfach zwischen 8 und 9 Uhr meistens auf und frühstücke dann etwas, mache mich ganz normal fertig, also gehe meistens duschen und ja, eigentlich ist es ein ganz normaler Morgen, wie jeder andere auch. Und ich versuche das Ganze sehr ruhig und achtsam zu halten und ja, schon ein bisschen achtsamer durch den Tag zu gehen und so ein bisschen zu reflektieren. Und da kommt auch schon der erste Punkt, und zwar ist das Reflektieren. Und da gehe ich jetzt allerletztes immer auf Google Sheets, denn da habe ich mir so ein Dokument erstellt, das einfach ja, zur Reflexion dient. Und so habe ich da eine riesige Tabelle mit den folgenden Kategorien. Als allererstes habe ich da, wie ich mich verbessern kann und meine Ziele für die Woche. Das höre ich natürlich immer am Anfang der Woche aus und nicht am Ende der Woche, also fülle ich das am Sonntag für die nächste Woche aus. Dann habe ich auch 3 Prioritäten für die Woche, dann einige Erfolge, dann was sonst noch gut war, dann 3 Challenges, also 3 Sachen, die schwierig waren die Woche, dann meinen Habit Tracker, also welche Gewohnheiten ich wann gemacht habe und wie oft gemacht habe, und als letztes habe ich noch meine Time-Tracking-Analyse, also wie viel Zeit ich mit welcher Aktivität in der Woche verbracht habe. Und ich sehe gerade, dass meine Kamera wieder ein bisschen komisch steht. Ich muss ein bisschen rauszoomen. So, jetzt ist es wieder ein bisschen normal. Und das fülle ich alles immer aus. Es dauert meistens so 20 Minuten. Und das ist immer ziemlich interessant zu sehen und macht auch super viel Spaß. Vor allem, wenn ich Sachen ausfülle wie die Erfolge dieser Woche oder was diese Woche cool war und was vielleicht auch nicht ganz so gut war und was ich nächste Woche verbessern kann. Außerdem gucke ich auch meine alten To-Do-Listen an und gucke, was ich die vergangene Woche alles gemacht habe und was ich vielleicht nicht geschafft habe. Und ich gucke auch meine ganzen Fotos durch, also meine Galerie. Und was mir auch sehr hilft, ist mein Habit-Tracker, den ich schon die ganze Woche benutzt habe. Also den ich schon jeden Abend immer abgehakt habe. Und deswegen brauche ich mir nicht zu merken, was ich wann gemacht habe, sondern weiß es direkt von meinem Habit-Tracker. Falls du dich jetzt fragst, wie ich es weiß, wie viel Zeit ich mit welchen Aktivitäten verbracht habe, kommt hier die kurze Erklärung. Und zwar betreibe ich seit einigen Monaten Time-Tracking, das heißt, ich tracke meine Zeit bewusst. Ich habe das aber auch schon mein ganzes Video gemacht, was du dir sehr gerne hier angucken kannst. Also falls dich das Thema interessiert, dann guck gerne mal bei diesem Video vorbei. Nachdem wir dann reflektiert haben, kommen wir zur Zielsetzung der nächsten Woche. Und ich habe auch schon kurz erwähnt, dass ich auch 2 Tabellenausschnitte habe mit der Bezeichnung, wie ich mich verbessern kann und meine Ziele und auch meine Prioritäten. Und das mache ich auch bei Google Sheets in dieser Tabelle. Und ich gucke da einfach, was letzte Woche vielleicht nicht so gut war und übertrage das dann zu der Kategorie, was ich verbessern kann. Und meine Ziele weiß ich meistens auch schon ungefähr, da ich auch monatliche Ziele habe und diese monatlichen Ziele dann in die Wochen runterbreche. Und deswegen, ja, macht es immer total Spaß, diese Ziele aufzuteilen und wie ich mich verbessern kann aufzuteilen. Und das sind diese 2 Kategorien, die ich dann immer schon am Sonntag für die nächste Woche ausfülle. Jetzt haben wir schon die Reflexion und die Zielsetzung, jetzt kommen wir direkt zu der Planung. Und so trage ich da immer als allererstes die Dinge, die ich tun muss, um meine gesetzten Ziele zu erreichen, ein. Das heißt, ich habe da meine Wochenübersicht und trage da einfach ja, bestimmte Schritte ein, bestimmte Aktionen ein, die ich tun muss, um diese Ziele zu erreichen. Danach kommen dann auch noch andere Events und Termine rein, die ich jetzt schon weiß, wie beispielsweise bei mir sind das oft irgendwelche Tests für die Schule, Klassenarbeiten, Prüfungen für die Schule oder irgendwelche anderen Termine und Verabredungen. Und außerdem schreibe ich dann auch To-Dos ein, die ich wöchentlich mache, wie beispielsweise Lesen oder Koreanisch lernen. Und dann schreibe ich mir auch sehr gerne auf meine To-Do-Liste, um einfach ja schon so einen festen Termin für diese Sachen zu haben, damit ich sie nicht vernachlässige oder irgendwie vergesse. Auch wenn ich sagen muss, dass ich mich daran nicht immer hundertprozentig halte, wenn ich zum Beispiel sage, dann und dann möchte ich lesen, heißt nicht, dass ich das wirklich dann genau mache, zu dieser Uhrzeit, zu diesem Tag oder so. Aber das ist einfach so eine ungefähre Richtlinie, an die ich mich ungefähr halten kann. Und das hilft mir ziemlich, diese Sachen nicht komplett zu vergessen. So, dann habe ich schon fast alle To-Dos und Events eingetragen. Aber oft kommt es auch vor, dass ich Sachen vergesse und diese dann in der Woche irgendwie auftauchen und ich mich total wundere, warum ich daran nicht vorher gedacht habe. Und da habe ich mir so eine kleine Hilfe geholt, beziehungsweise nicht geholt, aber erstellt. Und diese Hilfe heißt Triggerlist, also eigentlich eine Triggerliste. Und diese Triggerliste hilft mir einfach, bestimmte To-Dos und Sachen nicht zu vergessen, die in der Woche auftreten könnten. Okay, was ist eine Triggerliste? Eine Triggerliste ist eine Liste mit allen To-Dos und allen Aufgaben, die du jemals machen könntest oder die du auf einer regulären Basis machst. Und diese Liste kannst du dann einfach jede Woche oder jeden Monat oder jeden Tag, wie immer du möchtest, einfach mal durchgucken und diese Aufgaben angucken und überlegen, ob du das vielleicht die nächsten Tage, nächsten Wochen einmal machen musst. Und dadurch, dass ich alle potenziellen Aufgaben aufgeschrieben habe, vergesse sie auch nicht und
ja, kann alles erstmal durchlesen und gucken, ob ich das die nächste Woche machen muss. Danach plane ich dann auch noch meine Videos. Das heißt, ich schreibe schon mal auf, welche Videos ich wann hochlade, was ich noch schneiden muss, was ich noch hochladen muss, was ich noch generell bearbeiten muss. Und das plane ich immer als letztes. Und dann sind wir auch schon mit der ganzen Planung fertig. Und nach dem Plan geht es dann für mich immer an das Aufräumen. Und das ist nicht nur das physische Aufräumen hier in meinem Zimmer, aber damit fangen wir schon mal an. Ja, denn ich persönlich finde es sehr, sehr wichtig, ein aufgeräumtes Zimmer, eine aufgeräumte Umgebung zu haben. Und deswegen mache ich am Sonntag so ein bisschen so ein großes Aufräumen, aber es ist kein großes Aufräumen, da ich nie länger als 10 Minuten brauche. Denn wie ihr wisst, räume ich jeden Tag immer so ein bisschen auf und räume jeden Morgen, jeden Abend so ein ganz kleines bisschen auf. Deswegen habe ich nie so einen großen Berg an Aufgaben, da mein Zimmer meistens ziemlich aufgeräumt ist, dadurch, dass ich halt täglich ein bisschen was mache. Aber am Sonntag ist dann so alles andere dran und ich putze ein bisschen, räume ein bisschen auf und so weiter. Und nach meinem Zimmer aufräumen kommt dann mein Handy dran. Und damit meine ich vor allem meine Galerie, also meine Fotos. Die gucke ich dann alle mal durch und gucke, was ich löschen kann. Und ich finde dieses System einfach so gut, dass ich das jeden Sonntag mache. Denn früher war es immer so, dass ich mein Handy so zugemüllt habe und dann irgendwann, das war wirklich so ein paar Mal im Jahr, alles durchgeguckt habe. Ich dachte mir nur so, warum habe ich so viele Fotos? Und wenn man das wirklich nur so zweimal im Jahr macht, ist es echt überfordernd. Aber wenn du das jeden Sonntag machst, hast du nur so ein paar Fotos, die du jede Woche durchgucken musst. Und das ist nicht so viel. Und das ist einfach für mich persönlich zumindest echt gut. Was ich da auch noch aufräume und aussortiere, sind meine SD-Karten bzw. mein Computer. Denn wie ihr wisst, lade ich dreimal in der Woche ein neues YouTube-Video hoch und habe deswegen sehr, sehr viel Bildmaterial, Videomaterial. Und wenn ich das nicht regelmäßig ausmiste und aufräume, dann wäre das ziemlich messy. Und deswegen mache ich das jeden Sonntag so, dass ich meine ganzen SD-Karten durchgucke und die halt lösche oder bestimmte Sachen speichere. Außerdem lösche ich dann auch noch die Sachen aus meinem Schnittprogramm raus und lösche generell Fotos, Thumbnails und so weiter, was ich nicht mehr brauche. Und dann sind wir auch schon mit dem Aufräumen und Aussortieren fertig und gehen nun weiter zu der Kategorie mentale Gesundheit. Also eigentlich habe ich dafür nicht so einen richtigen Namen. Ich glaube, mentale Gesundheit beschreibt es schon so ein bisschen, aber man könnte es auch so Relaxing nennen. Aber naja, ihr werdet sehen, was jetzt kommt. Und zwar als allererstes schreibe ich sehr gerne Tagebuch. Und ja, man könnte das auch noch zur Reflexion eigentlich zählen. Ich mache das immer sehr gerne abends, da es abends irgendwie entspannter ist und ich alle Aufgaben schon erledigt habe und deswegen meine Gedanken ja freien Lauf lassen kann und alles erstmal aufschreibe, was irgendwie so letzte Woche passiert ist, was ich verbessern kann oder generell schon meine Ziele aufschreibe, meine Gedanken für die nächste Woche, meine Wünsche für die nächste Woche, meine Aufgaben für die nächste Woche und alles weitere. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich versuche öfter mal zu machen und auch jeden Sonntag zu machen. Das mache ich nicht jeden Sonntag leider. Manchmal schaffe ich es einfach nicht und habe einfach keine Lust drauf. Das ist dann auch okay. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall eine Gewohnheit, die sehr, sehr gut ist. Für mich, für meine Gesundheit, für meine mentale Gesundheit. Und ich denke auch für jeden da draußen, der das gerade sieht, ich denke, Tagebuch schreiben ist nie was Schlechtes und wird immer nur etwas Gutes bewirken. Okay. Was ich dann auch sehr gerne mache, ist meditieren, beziehungsweise so ein bisschen in der Stille sitzen. Also in der Stille sitzen klingt komisch, aber ich habe es mal ausprobiert, wie das ist, wenn ich einfach mal 10 Minuten nur sitze, ohne irgendwas anderes zu machen, also nur rumsitzen. Und das ist eigentlich teilweise ziemlich cool, weil dann so Gedanken kommen, die man sonst vielleicht verdrängt hätte. Oder ja, man wird generell ein bisschen kreativer, habe ich gemerkt. Das mache ich nicht so oft, weil es wirklich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, das ist so intimidating, wie heißt das auf Deutsch? Einschüchternd. Ja, das meinte ich, genau. Das ist so ein bisschen einschüchternd, wenn man die ganze Zeit da sitzt mit seinen ganzen Gedanken. Ja, aber meditieren mache ich sehr gerne. Was ich außerdem sehr gerne mache, um noch zu entspannen und zu relaxen und meine mentale Gesundheit, ist lesen. Und ich glaube, lesen ist ziemlich selbsterklärend, ich muss dazu gar nicht so viel sagen, aber ja, ich lese auch noch sehr gerne am Sonntag. Und falls ich es dann morgens nicht gemacht habe, dann dusche ich auch noch gerne am Abend. Wann duscht ihr lieber? Duscht ihr lieber am Morgen oder am Abend? Ich eigentlich am Abend, da es dann irgendwie so cozy und gemütlich ist, wenn man dann so geduscht hat und dann ins Bett gehen kann. Aber eigentlich mache ich es meistens morgens, weil ich dann fresh für den Tag bin. Deswegen mache ich es eigentlich eher morgens, obwohl es abends irgendwie auch cool ist. Ja, lange Diskussion. Okay, stopp. Und die letzte Kategorie bei meiner Routine ist dann das Soziale. Ich habe in der Quarantäne angefangen, meine Großeltern öfter mal anzurufen und versuche jetzt diese Gewohnheit beizubehalten, sie jeden Sonntag anzurufen. Und ich finde es ziemlich schön, weil wir uns momentan noch nicht so oft sehen können. Habt ihr denn heute Mittag gegessen? Ja, wir haben Pizza gegessen. Pizza? Ja. Und dann trotzdem dieser, ja, digitale Kontakt ist trotzdem ziemlich schön, um so ein bisschen einfach in Kontakt zu bleiben und nicht den Kontakt zu verlieren.
Wow. Und einfach so ein bisschen über die Woche zu quatschen und kurz mal zu hören, wie es der anderen Person geht, finde ich eigentlich ziemlich schön. Und deswegen mache ich das oder versuche es zumindest jeden Sonntag einmal zu machen. Ansonsten schreibe ich auch meinen Freunden am Sonntag. Also ich schreibe nicht allen meinen Freunden, auch nicht derselben Person immer wieder. Aber ich mag es ja gerne einmal meine Freunde zu fragen, wie es denen geht und wie die Woche vielleicht bei denen war. Vor allem, wenn ich schon von Leuten länger nichts mehr gehört habe, mache ich es sehr gerne, dass ich denen einfach mal wieder schreibe und frage, wie es so geht. Und ich nehme dafür einfach sehr gerne den Sonntag. Das ist einfach ein willkürlicher Tag und ich dachte mir, zu meiner Sonntagsroutine passt sowas eigentlich noch in die soziale Kategorie. Und deswegen mache ich das Ganze immer am Sonntag. Und was ich dann auch noch mache in dieser Kategorie, ist, dass ich auf Instagram auf alle Nachrichten antworte und versuche, auf Inbox Zero zu kommen. Also versuche, dass ich alle Nachrichten beantwortet habe, alle Nachrichten beantworte und nichts mehr in meiner Inbox drin ist. Ich muss sagen, das ist vielleicht ein bisschen blöd, denn der Sonntag ja eigentlich so entspannt und ruhig und relaxed sein soll, aber diese Nachrichten mich so ein bisschen stressen, weil ich teilweise echt viel beantworten muss, weil ich unter der Woche nicht so viel beantworte. Und es stresst mich schon so ein bisschen, aber ich finde es trotzdem gut, es am Sonntag zu machen. Deswegen behalte ich es doch erstmal in meiner Routine, auch wenn das jetzt nicht so der entspannteste Part ist, muss ich zugeben. Falls dir dieses Video gefallen hat, könnten dir auch noch diese Videos hier gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, dir hat das Video ein bisschen gefallen, konntest vielleicht etwas mitnehmen oder es hat dich etwas inspiriert. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und ich hoffe, dass wir uns sehr bald mal wiedersehen. Habt noch einen wunderschönen Tag und dann bis hoffentlich bald mal wieder. Tschüss!